Okay, man nehme eine handelsübliche Tafel Schokolade mit 24 Rippen. 4, 8, 12, 16, 20, 24. Man macht einen Schnitt zwischen zweiter und dritter Stelle, zwischen oberer und vorletzter Stelle und die letzte obere kleine Rippe. Nun folgt der Trick. Eine Rippe nehmen wir zur Seite, schieben diesen Rest nach oben, schieben diese Reihe Tafel Schokolade nach oben und schieben dieses dicke Stück zurück und haben, et voilà, wir zählen nach 4, 8, 12, 16, 20, 24 Rippen. Dieses Stückchen ist also stibitzt.